Also, ich habe da in der Schublade was liegen. Ich werde ein bisschen kreativ sein in deine Richtung. Das vielleicht noch, jetzt habe ich ein bisschen gescheppert. Das vielleicht noch zur Erklärung. Der junge Mann hat seine Profifußballkarriere beendet, wird noch weiter kicken, aber inwieweit und wie genau, das werden wir ja noch klären. Und außerdem wird er sich als Spielerberater verdingen. Das heißt, es hat sich ja wirklich viel getan und er blickt ja auf eine ereignisreiche Karriere zurück. Und in der nächsten knappen Minute mag ich das ein bisschen zusammenfassen, was den Fußballer Andi Dober so ausgemacht hat. Kennst du das Lied "Ich bin ein Knierer" vom Georg Danzer? Ja. Also ich hoffe, ich werde nicht verklagt, aber ich habe die Melodie gestohlen. Also die nächsten 1,5 Minuten gehören nur dir, wow, lieber Andreas. Na, sehr schön, danke. Wo er auch hinkam, wurde er geliebt. Von Favoriten über Salzburg bis Graz. Punktete mit seinem Charme, empfing stets Gegner herzlich warm, liebte die Schiris und flog deshalb nie vom Platz. Er war ein Traummann, die Frauen lieben ihn, er ist ein Kunstwerk vom Kopf bis zum Knie. Er ist ganz und gar Genie, hat im Bersel für Marie, nur eines, nämlich kicken kommt er nie. Er war ein Grader, wie er im Birchi steht. Er war der ärgste Haxenbrecher von Wien. Er war ein Spitzschießer, holzgeschnitzter Schnäuzer. Ihm gehört der goldene Skischuch verliehen. Ihm gehört der goldene Skischuch verliehen. Jawohl! Muss ich mal klatschen, also. Bist du zufrieden oder müssen wir es rausschneiden? Nein, unglaublich. Nein, also, lass Stimme ist auch nicht so lass schlecht. Lass mal schon drinnen.